19. Jahrhundert den Ruf, eine Heilquelle zu sein. Insbesondere in den Jahren 1770 bis 1780 kamen viele Menschen, um das leicht eisenhaltige Wasser gegen Fieber und Gicht zu trinken und es durch Waschungen gegen äußere Körperschäden anzuwenden. Im Jahre 1808 veröffentlichte die Bordelumer Kirchengemeinde eine Zeitungsannonce, die für das Quellwasser warb. Für die Benutzung des Brunnens wurden Gebühren erhoben, die zum großen Teil der kirchlichen Armenkasse zugute kamen. Zwei Jahre lang gab es einen starken Zulauf, als dann aber eine tatsächliche Heilwirkung des Wassers nicht nachgewiesen werden konnte, erlahmte das Interesse bald. Verschiedene Bodenfunde im Gebiet des Stolbergs und an der Quelle lassen vermuten, dass diese Quelle bei den vorchristlichen Friesen Teil einer Kultstätte gewesen ist. Aber die sagen ja immer noch, und es, die hilft auch komisch. Ja. Warte mal, und das ist der Baum. Ja. Der auch hilft. Wo? Welcher Baum?